Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mosaikbox von Nazar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mosaik von Nazar. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So, am besten wohl hier öffnen. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also, wir haben hier eine schwarze Box mit roter und weißer Schrift, so ein orange-rot, und dann hier noch so ein Streifen drüber. Nazar Mosaik lesen wir hier. Dann haben wir eben diesen hier abgebildet in einer großen Rauchwolke stehend. Und dann hier ein roter Streifen genau über der Augenpartie von Nazar. Das kennen wir auch von den vorigen Releases, wie zum Beispiel bei Irreversibel oder Camouflage. Da wurde auch immer mit diesen Streifen und diesen Farbelementen auf den Covers gearbeitet. Dann haben wir hier noch einen Verbraucherhinweis. Und zwar steht hier auf Englisch: Restricted under 17 requires accompanying parent or adult guardian. Okay, also sehr spannend. Verbraucherhinweis mal in anderer Ausführung. Unterseite blank schwarz, auf der rechten Seite zieht sich dieser Balken, dieser orange-rote Balken weiter durch. Oberseite blank schwarz, auf der linken Seite lesen wir das hier, also auch wieder ein roter Streifen mit diesen Symbolen. Und auf der Rückseite Nazar Mosaik, Barcode und Credits. Die Box mit diesem Siegel, mit diesem Sticker hier zugemacht. Es dürfte wohl daran liegen, dass sie sonst nicht zuhält. Und dass sie sich nicht selbstständig öffnet, dann hat man hier einfach das Ganze verklebt. Schauen wir mal, wenn wir dieses Siegel hier brechen, ob sich die Box dann von selbst öffnet. Nein, alles dürfte auch so halten. Wir haben hier einmal das Album an sich, Mosaik. Das dürfte die Bonus-EP sein. Die Instrumentals. Ein quadratischer Sticker. Eine Jacke bzw. ein Windbreaker. Und ein Poster. Von innen die Box blank weiß. Und nachdem hier zwei Sachen noch eingeschweißt sind, nämlich das Album und dieser Windbreaker, wenn wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, einmal die Jacke und dann natürlich noch das Album an sich. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Auch hier wieder in diesem orange-rot gehalten. Nazar Mosaik lesen wir hier. Und dann haben wir Nazar hier, zumindest per Rückenansicht zu sehen. Und er raucht hier wie eine Lokomotive. Linke Hand, hier sehen wir noch die Uhr. Linke Hand frei, die rechte Hand dürfte wohl den Vapor halten. Auch wenn das hier nicht ganz sichtbar ist. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case, der Streifen ja auch orange-rot. Also rein vom Cover her und von der farblichen Gestaltung gefällt mir das echt gut. Hier an der Seite lesen wir auch nochmals Nazar Mosaik. Und auf der Rückseite haben wir 15 Tracks. Und wir haben Features von Remo, das wurde ja schon ausgekoppelt per Video, Richard Lugner. Claude Monet wurde per Audio-Auskopplung veröffentlicht. Das Intro wurde per Video gemacht. Und ich glaube, das Du und Ich war das noch. Das wurde auch noch ausgekoppelt per Video. Wir haben nochmals zwei Features von MAM. Barcode und Credits. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die Tracklist inklusive Beteiligter und Produzenten. Einmal Nazar, natürlich auch hier wieder mit Rauch, allerdings
Hier sehen wir ein bisschen mehr vom Gesicht, also nicht nur so eine Seit- oder Rückenansicht, sondern hier mehr oder weniger eine totale. Ja, was auch immer das sein soll, sieht aus wie so ein Polizeihelm mit so Sichtschutz oder zum Visier. Weitere Tracks. Hier diesmal im Hochformat. Das war in Schwarz und Rot. Weitere Tracks. Weitere Fotos. Und dann hier zum Abschluss nochmals Credits. Und NASA in Rauchschwaden. Gut. So sieht dann die CD aus. In Rot und Weiß gehalten. NASA Mosaik lesen wir hier wieder. Und auch hier wieder dieses Symbol. Dann haben wir die Instrumentals, diese wie auch schon das Boxcover, allerdings im Negativ. Also, Gitarre umgedreht, so sieht das aus. Mosaik Instrumentals lesen wir hier. Und hier haben wir 15 Tracks an der Zahl. Die CD in Weiß und Schwarz bzw. Rot beschriftet. Und das Ganze kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Dann haben wir noch eine zweite Papphülle und diese beinhaltet die Bonus-EP. Und so haben wir hier 5 Tracks, ein Feature von AJ und einen Skit. Also 4 Tracks und ein Skit. So sieht die Bonus-EP aus. Und wie gesagt, auch in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker in quadratisch. So sieht er aus. Auch hier wieder NASA in dieser Rauchoptik mit diesem Querbalken über der Augenpartie. Ein Poster ist mit dabei. Machen wir kurz etwas Platz. So. Also auf der Unterseite haben wir auch wieder hier diesen Altersvermerk, diesen Verbraucherhinweis mehr oder weniger. Das Poster in Weiß, hier dann mit schwarzen und grauen Rauchwolken. Dann haben wir hier wieder NASA abgebildet in so einer Negativoptik mit diesem Balken über dem Auge. Und oben lesen wir dann noch NASA Mosaik. Das Ganze kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt einen Windbreaker mit dabei. Gab es ja damals bei der V-Box von Vega auch schon einen Windbreaker, auch in schwarz. Also wir haben hier einmal auf der linken Brust diesen Schriftzug hier, NASA Mosaik. Ansonsten das Ganze in glatt schwarz gehalten. Wir haben auf der Rückseite auch noch einen kleinen Aufdruck, und zwar unten auf der rechten Seite haben wir spannenderweise auch nochmals diesen Verbraucherhinweis, diesen Altershinweis. Das finde ich spannend, dass man das auf eine Jacke drauf macht, auf einen Windbreaker. Ja, okay, interessant. Das Ganze ist dann so gestaltet, wir haben hier diese Übernaht, also diese bisschen Stoff zusätzlich, aber da ist jetzt kein Fach oder irgendwas, das ist einfach nur Optik. Dann haben wir, das habe ich auch noch nie gesehen, nur auf der einen Seite ein Fach, also wir haben hier auf der rechten Seite ein Reißverschlussfach, also eine Bauchtasche mit so einem Gurt, bedeutet, der wird dann dafür da sein, dass man den auch zusammenpacken kann. Bedeutet, man kann den Windbreaker dann wirklich wie so ein Regenschirm so auf so ein kleines Stück zusammenrollen und dann mit diesem Gurt, mit diesem Seil hier dann, mit diesem Spanner entsprechend dann zusammenhalten, dass es auch nicht aufgeht, dass man es dann platzsparend befördern kann. Auf der linken Seite kein Reißverschluss, wirklich nur einseitig. Die Ärmel klassisch hier so zusammengerafft am Bund. Beidseitig natürlich. Unten haben wir dann noch diese zwei
Schnüre hier, mit denen wir das Ganze dann um den Bauch entsprechend enger machen können. Und auf der Oberseite das Ganze natürlich dann hier mit diesem Reißverschluss zu öffnen, haben wir dann hier im Kragen eine Kapuze mit dabei, die wir hier natürlich dann rausmachen können. Schauen wir mal nach. Jawohl. Und die Kapuze bringt ebenfalls wieder so zwei Schnüre, zwei Bänder mit sich, damit das Ganze dann entsprechend festgemacht werden kann. Und wir haben es hier zu tun mit einem B&C Unisex Sirocco. Und das Ganze ist 100% Nylon und made in China. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Windbreaker mit dem weißen Aufdruck hier auf der Brust, Nashar Mosaik. So sieht das Ganze aus. Ist natürlich dann euch überlassen, ob ihr die Kapuze hier im Kragen verstaut, so wie ich jetzt gerade, oder ob ihr die Kapuze dann entsprechend aufsetzt. Alles in allem schlicht gehalten in Schwarz und Weiß, aber in meinen Augen gelungen. Das Einzige, was ich vielleicht etwas hinterfragen würde, ist, warum man hier wirklich Mosaik so groß geschrieben hat. Ich glaube, also ich hätte es bevorzugt, wenn man vielleicht Nassar hier auf die Brust geschrieben hätte und Mosaik irgendwie ja kleiner oder gar nicht geschrieben hätte. Aber ja, das ist natürlich immer Geschmackssache und man kann diesen Windbreaker in meinen Augen auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt, Windbreaker in der Größe L in Schwarz. Dann haben wir dieses Poster hier im Hochformat einseitig bedruckt. Ein Sticker quadratisch. Die Bonus-EP mit 5 Tracks. Die Instrumentals zum Album sowie die Bonus-EP, beides im Pappschuber, in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Mosaik mit 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, Mosaik von Nashar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nashar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.